Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Star Wars The Skywalker Saga. Seid gegrüßt, Lord Vader. Tritt beiseite. Ich wünsche, mit dem Imperator zu sprechen. Entschuldigung, Sir. Der Imperator sagte ausdrücklich, nur die Skywalkers in den Thronsaal zu lassen. Ich habe noch nie von ihnen gehört, aber sie müssen hier irgendwo sein. Ah ja, jetzt gibt's. Diesmal sind wir hier im Todesstern. Wir nähern uns dem Ende der 6 Filme, denke ich. Ich hatte vergessen, dass wir die Sicherheit hier unten erhöht haben. Schon wieder so eine Tafel. Wo ist der andere Truppler hin? Aha, cool, ich wusste gar nicht, wie das geht. Der Typ erinnert mich voll an einen Bekannten vom Geräusch, von der Stimme. Auf geht's. Erfülle dein Schicksal. Level starten. Na klar. Poe Dameron Schwarz 1. Ich hab dieses Schiff, das habe ich gehasst. In Star Wars Battlefront 2, das habe ich auf Platin. Das war scheiße. Dir müsste klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird. So wie es dir einst ergeht. Ihr irrt euch. Ich war es, der zugelassen hat, dass die Allianz den Standort des Schutzschildgenerators erfährt. Er ist absolut sicher vor eurer erbärmlichen kleinen Bande. Alle Einheiten Gefechtsformation einnehmen. Sind alle Falle. Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und bewaffneten Kampfstation. Feuer freigegeben, Kommandeur. Das Ding ist funktionsfähig. Gut. Ich fühle deinen Zorn. Strecke mich nieder mit all deinem Hass und dein langer Weg zur dunklen Seite der Macht ist damit zu Ende. Lass deine Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Warum hat Vader sich eigentlich nochmal eingemischt? Palpatine wollte ja, oder hat doch gesagt, er soll ihn angreifen und nicht nur Vader. Du hast es bisher nicht über dich gebracht, mich zu zerstören. Und du wirst mich auch jetzt nicht vernichten. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Tu es. Ja. So viel Zorn, ich kann ihn schmecken. Ich fühle das Gute in dir. Und deinen Konflikt. Es gibt keinen Konflikt.
Ein leichtes Ziel. Ja, ja. Die Stimme. Ergib dich der dunklen Seite der Macht. Nur so kannst du deine Freunde retten. Deine Schwester retten. Ja. Deine Gedanken haben dich verraten. Da bist du ja. Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Eine Zwillingsschwester. Solltest du dich nicht bekehren lassen, dann gelingt uns das vielleicht mit dir. Niemals! Und jetzt erfülle dein Schicksal und nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater. Ganz wie du willst, Jedi. War aber ja, auf welchen dämlich von ihm. Skywalkers nichts anderes erwartet. Es ist vorbei. Ihr habt verloren. Wir werden sehen. Er sagt quasi zu mir, sagt ich soll seinem Vater oder mein Vater töten. Und der Vater lebt aber noch. Und dann erwartet er, dass er ihm hilft oder was. Vernichtet diese Verräter. Darf ich das jetzt noch 5 Mal machen oder was? Sieht so aus. Ja, 2 Mal will ich noch. Oder
oder doch nicht? Lass dieses trotzige Verhalten. Du bist geschlagen. Mit deinem armseligen Können bist du der dunklen Seite der Macht nicht gewachsen. Ja, okay, hat geklappt. Luke, hilf mir, diese Maske abzusetzen. Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Ich werde dich retten. Das hast du schon getan. Luke. Reflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Wir sind unterwegs. Sicher nicht auf dem Ding, als es hochging. Er war es nicht. Ich fühle es. Naja, ist schon klar. Ich lasse euch mal besser. Es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Aber er hat doch seine Schwester in den Film geküsst, oder nicht? Das wäre dann schon komisch. Ich weiß ja, dass sie Geschwister sind, aber war das nicht so, dass sie sich geküsst haben? Die Rückkehr der Jedi-Ritter abgeschlossen. So, damit haben wir doch einen Film weniger. Das sollte zumindest so sein. Jetzt kommt doch das Erwachen der Macht, oder nicht? Ich weiß nicht, wie der Film in die Kinos kam. Die anderen, da war ich glaube ich noch zu jung, aber weiß ich nicht, 2006. Ja, ja. Aber hier das Erwachen der Macht kenne ich noch. Da waren wir damals auch im Kino. Okay. 1, 2, 3. Drei Filme haben wir dann noch vor uns. Ja, ich sag mal so, minimal 6 Folgen noch. Die beende ich nämlich jetzt, die jetzige. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann fangen wir in der nächsten Folge mit Film 7 müsste das sein an. Ja, 7. Gab es 9 Filme? Nur? Naja, geil. Dann sind wir da. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Habe ich glaube ich schon gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.